Leute, und willkommen zu meiner Version der Challenge von Steffi. Drinkslayer, es ist für mich blind. Ich, ganz ehrlich, ich kenne schlechter Start in Japan. Ganz schlechter Start. Nein, ich kenne den NES, aber ganz ehrlich, ich habe da nie wirklich drauf gespielt. Also ich kenne keine Spiele dafür. Aber ich kenne das hier. Durch Steffi und ihre Compadres, die das natürlich auch alle ganz fleißig mit LP'n challengieren und ach, keine Ahnung, wie das heißt. Und ich hoffe, man kann mich gut hören, weil ich hab sogar schon gehört. Jetzt fragt euch, wenn das Blindspiel ist, warum kennst du schon den Anfang? Ich hab abgeguckt. Ich als gemeiner Junge hab natürlich voll abgeguckt. Und was soll ich noch sagen? Ja, ich nehme das erste Mal auf mit dem tollen Programm Mo23 auf. Und mit diesem ganz tollen... Fledermaus, komm. Zack. Und... Oh Gott, ich bin im Schloss. Yay. Goldbonus! Und, ja. Was soll ich sagen? Warten. So, jetzt können wir laufen. Stopp! Nicht so weit, Junge. Okay, da. Ja, super! Ich wurde von einem Stein getötet, der mir im Rücken geflogen ist. Ja, wie gesagt, ich bin zum ersten Mal mit diesem Emulator auf und auch zum ersten Mal mit dem Mo23-Programm. Da kommt doch gleich was. Was soll ich denn sagen? Ah, Geist! Nein! Wo kommt der denn her? Der war unfair, den kannte ich nicht. Ja. Ich wiederhole mich. Ich nehme zum ersten Mal auf mit dem. Ich komme hier nicht. Ich kann hier keinen Ton. Ah, Glück gehabt. Wo ist der Geist? Der kommt diesmal nicht. Also jetzt, das ist komisch. Und, ja, was soll ich sonst noch sagen? Das ist mein erstes Mal. Blind natürlich. Ich hoffe, dass ich mein Headset noch ein bisschen ausrichten muss. Wie gesagt, Mo23 tot durch Stacheln gelaufen und da wollte ein Geist kommen. Yay. Es kann also sein, dass es sich nach einer Zeit, dass ich einen Hänger drin habe. Oder dass, ja, ich meine eigentlich damit, es kann passieren, dass mir die Worte fehlen, weil ich gerade keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Wir haben mitten in der Nacht schon für mich, ich müsste eigentlich schon halbwegs pennen, ich habe morgen für Schule. Scheiß drauf, wir machen einfach weiter. Nein, ja, wie soll ich sagen, erst einmal, Ryu, steh hier nicht doof rum, lauf! Lauf. Ja. Hallo. Danke. Oberstachel. Ah, Schlange. Ah! Boah, das hätte böse enden können. Ein E für Leben. Was kommt denn da? Fledermäuse. Ja. So, bevor mir jetzt wieder die Worte fehlen, spring hier rüber, kleiner Mann. Ja, bumm. Stopp. Und tot durch Stein am Fuß gekriegt. Ja, ich glaube, ich brauche nichts mehr sagen. Ich glaube, ich kämpfe mich durch dieses komische Schloss von Dragon Slayer. Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich und die anderen zig Personen, die das spielen werden, neben Steffi. Ich hoffe, wir werden uns alle da voll durchkämpfen hier irgendwie. Und ich hoffe, ich werde nicht allzu oft sterben, obwohl das jetzt schon halbwegs unmöglich ist, da ich schon ganze viermal gestorben bin. Geh weg, Geist, geh weg, geh... Oh, ich hasse dich. Blöder Geist. Oh, nicht schon wieder. Geist. So, Fledermaus. Warum ist sie da jetzt gestorben? Deswegen. Ah, weg. Diesmal nicht, mein Freund. D für doof. Und D für deppig. Warum drehe ich mich nicht zur Schlange und schieße auf die? Nö. Oh, hier war...
safe. Okay. Kann man dich töten oder kann man wenigstens die Steine töten, die du wirfst? Steine töten. Ja, Cardio. Steine töten. So. Ja, geilo Schlange, ich hasse dich. Game over Player 1. Super. Okay. Die Musik ist verdammt laut. Nein, die muss natürlich dann anbleiben. Na super. Ach nö. Und noch einmal, weil es so toll war. Oh ja, oh ja. Ich werde Spaß haben mit diesem Spiel. Das werden die ersten 10 Minuten sein, die ich heute aufnehmen werde. Dann versuche ich die gleich irgendwie halbwegs zu rendern. Oder halbwegs so zusammen zu schustern, dass es nicht allzu groß die Verzögerung ist vom Sprechen bis zum Spiel. Und tot! Jai, das ist geil. Ich konnte meinen Tod vorausahnen, weil ich zu früh geduckt bin. Habe mich. Und jetzt werde ich auch sterben. Oder eine Fledermaus vom Kopf kriegen. Okay. Ducken. Komischer Mann. Okay, und ducken. Hoch meinte ich. Jetzt hoch, nicht ducken. Tolle Schlange. Diesmal warst du gar nicht so schwer. Oh nein. Oh, boah, scheiße, verdrückt. Narf. Das war unfair. Das war wirklich ein unfair Spiel. So, und zurück. Yeah, Kehrtmarsch. Kehrtmarsch. Zack. Du bist ein komischer Held. Habe ich dir das schon mal gesagt? Und ausgerechnet, ich muss dich spielen. Ich stehe hier total dämlich. Uah. Boah, das ist doof. Na, runter. Oh, Glück gehabt. Runter. Oh, Glück gehabt. Boah. Okay, so langsam macht mir dieses Spiel ein klein wenig Angst. Aber nur ein klein wenig. Schwupp. Schwupp. Gut, das können wir schon mal. Und wir haben 3 Goldbahnen, obwohl wir nur einen gesammelt haben. Okay. Und wir gehen weiter. Uah, nicht laufen. Bleib hier stehen. Selbst wenn ich das Ding kurz vom Fuß kriegen würde, würde ich wegen Giftmuskeln doch sterben, oder? So, Schlange tot. Warten. Loslaufen. Warten. Nochmal warten. Loslaufen. Tot! Tot durch, Spitze. Super. Wie würde Funk Royal sagen? Tolles Spiel. Oh ja, das macht wirklich Spaß. Da! Geist! Geh. Du blöder Geist, du. Oh, warum ducke ich mich? Was für eine Logik war dahinter, bitteschön? Was für eine Logik? Noch mehr Gold. Gold können wir immer gebrauchen. Na los. Danke. Nach dem Tod höre ich echt erstmal auf. Ich hab dafür echt überhaupt keine Konzentration. Ach, ich hab ja noch ein Leben, okay. Nach dem Leben höre ich auf. Das ist hart. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich dazu sagen soll. Das ist echt grotesk. Das ist. Das ist krass krank. Und ja, genau. Duck dich in den Tod. Ja, Leute, das war's. Ich mach fürs erste eine Pause von Dragon's Lair. ja, was soll ich sagen? Das wird lustig. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Also Leute, wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt. Let's sterben in Dragon's Lair, in der Challenge von Steffi. Steffi, tolle Challenge. Ich freue mich drauf, dich mitzumachen. Oh nein. Das war euer Ryokan. Haltet immer schön die Hände über der Bettdecke. Ich gehe sterben eine Runde. Bis demnächst.